Willst du andere Menschen für dich gewinnen, sie führen, die Beziehung verbessern oder ihnen einfach etwas verkaufen? Dann wirst du nicht darum herumkommen, herauszufinden, was diese Menschen wirklich wollen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Gründer der X-Group, sondern auch des Clubs der Berliner Rhetorikmeister. Zudem bin ich ausgebildeter Trainer, Coach, Mediator und auch Speaker. Und von daher weiß ich aus dieser praktischen Erfahrung, wie herausfordernd es ist, von anderen Menschen wirklich das herauszufinden, was sie wirklich wollen. Und ich weiß leider aus der Erfahrung, dass die meisten Menschen entweder es nicht wissen oder es nicht können, das herauszufinden, was andere Menschen wirklich wollen. Zig Ziglar hat gesagt, dass er erfolgreich geworden ist in dem Zeitpunkt, wo er verstanden hat, dass es beim Verkaufen nicht darum geht, das zu bekommen, was man selbst will, sondern anderen Menschen dabei zu helfen, das zu bekommen, was sie wollen. Und er hat herausgefunden, dass er dann alles selbst bekommen hatte, was er will. Das bedeutet also, das gesamte Prinzip der Wirtschaft, des Verkaufens, des Führens ist darauf ausgerichtet, anderen Menschen zu helfen, das zu bekommen, was sie wollen. Also brauchst du essentiell die Fähigkeit, zunächst mal herauszufinden, was andere Menschen wirklich wollen. Schauen wir uns nun zunächst an, was im Alltag meistens nicht funktioniert, weshalb andere nicht wirklich herausfinden, was andere wollen. Und zwar stell dir einfach vor, du bist Person B und die Person A fragt dich, wie es dir geht, wie dein Tag war, ob du gut geschlafen hast. Und du willst gerade überlegen und auch mitteilen, wie es dir geht. Und während du überlegst, was du sagst ja, ganz gut, fällt dir der andere schon ins Wort und sagt, ja, übrigens, weißt du, was mir passiert ist und überhaupt, oder geht einfach weiter. Das bedeutet, dass im Alltag die meisten Menschen nur Fragen stellen aus Höflichkeit oder Routine. Aber während du auf die Frage, wie es dir geht, die Antwort bildest, überlegen die schon selbst, was sie als nächstes sagen wollen oder wie es ihnen selbst geht oder was sie vielleicht vorhaben, welches Bedürfnis sie selbst mitteilen wollen. Sie hören also dir nicht zu, sie sichern nicht ab, ob sie dich richtig verstanden haben, sondern überlegen vielmehr, wenn du endlich fertig bist, was sie jetzt sagen können. Und das Fazit ist relativ simpel, wenn du mit solchen Menschen einmal oder regelmäßig zu tun hast. Diese Menschen beweisen ganz klar, dass sie sich für eine Person interessieren. Und zwar nicht für dich, sondern vornehmlich für sich selbst. Und das machen Profis in der Kommunikation, also Menschen, die sich wirklich für andere interessieren, anders. Sie stellen auch eine Frage, wie geht es dir, was machst du? Aber dann wissen sie, dass du erstmal eine kleine Antwort geben willst, eine kleine Aussage und wahrscheinlich überprüfen willst, ob der andere wirklich Interesse hat, dir zuzuhören, ob der andere wirklich die Zeit nimmt, ob der andere wirklich nachfragt und sich absichert, ob er dich richtig verstanden hat, was du meintest. Das nächste, was dann der professionelle Kommunikator macht, wenn du eine kurze Antwort gegeben hast, dass er entweder nachfragt und das wiederholt, was du gesagt hast, mit einer Paraphrase, oder er macht einfach nur eine Pause oder sagt, aha, und was bedeutet das? Das heißt, er stellt eine sogenannte vertiefende Frage, dass du die Chance hast, die eigentliche Antwort jetzt zu liefern. Und dieses Prinzip hat einen Namen. Es nennt sich das dyadische Prinzip von Dia 2. Das bedeutet, der Kommunikator weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du den relevanten Content der Informationen, wie es dir wirklich geht, also den Zweck der Fragestellung, nur zu 20% bei der ersten Antwort maximal abgebildet ist. Die wirklich wichtigen und relevanten Informationen kommt zu über 80% erst im zweiten Schritt. Und den gilt es auszuhalten. Das bedeutet, wenn du jemand die Frage stellst, wie es ihm geht, dann geh davon aus in der Zukunft, dass er dir erst irgendetwas hinwirft. Aber nicht, weil er nicht reden will, sondern weil er mit so vielen Menschen sich unterhalten hat, die nicht wirklich zugehört haben. Weil er so viele Menschen getroffen hat, die die Frage nur gestellt haben, um endlich mit ihrem eigenen Leid und mit ihrem eigenen Übel vortragen zu dürfen. Deine Aufgabe ist es, den anderen davon zu überzeugen und es auszuhalten, dass erst eine kleine Antwort kommt, dass du dann eine vertiefende Frage stellst oder paraphrasierst und dann kommt die zweite Aussage. Und mit der kannst du dann arbeiten, kannst du führen, kannst du die Beziehung bauen oder du kannst als Verkäufer die entsprechende Lösung abbilden. Was ist nun dein nächster Schritt? Und ich lade dich ein, jeden Menschen, den du auch heute wieder oder morgen treffen wirst, auch zu fragen, wie es ihm geht. Und dann ist deine Aufgabe aber nicht, das Thema zu dir zu wechseln oder vielleicht irgendwelche Blend- oder Täuschkörper von dem anderen einzufangen, so nach dem Motto, wo geht's denn hin und wann ist der Urlaub, sondern nachzufragen, was meinst du denn damit, dass es dir so lala geht? Dann machst du diese Pause, die ich jetzt auch mache, und dann warte diese zweite Diade ab, das zweite Antwortsystem, was dann kommt und was die Informationen enthält, die du brauchst, die du wünschst und die du dann auch verwenden kannst zum Führen, zum Beziehung bauen oder zum Angebot formulieren deines Verkaufsangebots.
Und wenn du dann noch der beste Zuhörer und Kommunikator in deinem Umfeld, in deinem Netzwerk werden willst, dann baust du noch die Deluxe-Performance-Leistung ein, nämlich die Paraphrase. Du paraphrasierst also jedes Mal das, was der andere dir gesagt hat. Und zwar sowohl nach Antwort 1 als auch nach Antwort 2 und wenn gleich noch tiefer geht, in Antwort 3. Und paraphrasieren bedeutet einfach, dass du den anderen genau zuhörst und mit deinen eigenen Worten wiederholst, was der andere dir gesagt hat, was bei dir angekommen ist, was du glaubst, verstanden zu haben. Und du endest dann diese Wiederholung mit der Frage, habe ich dich so richtig verstanden, dass das das ist, was du meintest? Ja, wenn du jetzt kurz überlegst, wie viele Menschen du in deinem Umfeld hast, dann werden es vielleicht eine Handvoll sein. Aber das ist deine Chance, eine hervorragende Führungskraft zu sein. Das ist deine Chance, ein hervorragender und beliebter Gesprächspartner zu sein. Das ist deine Chance, ein kompetenter Berater und auch Verkäufer zu sein. Und wenn du das schaffst, wenn du das machst, dann wird genau das auch für dich in Erfüllung gehen können, was Zig Ziglar erzählt hat. Seitdem ich verstanden habe, dass es beim Verkaufen und in der Wirtschaft nicht darum geht, das zu bekommen, was ich bekomme, sondern dass es darum geht, anderen dabei zu helfen, das zu bekommen, was sie wirklich wollen, dann wirst du, dann werde ich all das bekommen, was wir wirklich wollen, weil wir den Menschen geholfen haben, weil wir einen echten Nutzen, einen echten Dienst verrichtet haben und weil der andere Mensch sich danach bedankt, persönlich, durch Leistungstausch oder durch Bezahlung deiner Rechnung. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann lade ich dich ein, nicht nur unsere Berater, sondern auch unsere Coaches zu konsultieren, die dich dabei begleiten können, ein noch besserer Kommunikator, eine noch bessere Führungskraft, ein noch besserer Verkäufer zu werden. Gerne kannst du hierzu nicht nur den Kanal abonnieren, das Video liken, sondern auch ein kostenfreies Erstgespräch beantragen. Wir zeigen dir auf, wie wir innerhalb von 3, 6, 9 oder 12 Monaten dich dabei begleiten können, ein erfolgreicher Kommunikator zu werden und erfolgreicher Unternehmer. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dein Daniel Schäfer.